Das Nelly-Sachs-Gymnasium Neuss. Hier wurde vor 2 Jahren die Schülerfirma Die Blauen Engel gegründet. Sie engagiert sich in unterschiedlichen Bereichen für den Klimaschutz. Was fällt euch denn so spontan ein, was man vielleicht machen könnte, um im Klassenraum auch Strom zu sparen? So wurden zum Beispiel alle Mitglieder der Schülerfirma von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zu Energiesparberatern ausgebildet und geben ihr Wissen an Schüler sowie Lehrer weiter. Man kann am meisten sparen mit der LED. Das gibt es in verschiedenen Fassungen, zum Beispiel hier. Die Möglichkeiten zur Energieeinsparung sind vielfältig. Meist wird das unterschätzt, das Potenzial, was die Zeitschaltuhr bietet. Und wir verleihen die Zeitschaltuhren auch an Haushalte, damit sie dann selber Energie sparen können. Ein kleiner Tipp zum Energiesparen ist zum Beispiel, das Wasser im Wasserkocher zu erhitzen und nicht auf der Herdplatte. Um möglichst viele Menschen zu aktiven Energiesparern zu machen, bieten die Blauen Engel auch eine Energiesparberatung außerhalb der Schule an. Dazu haben sie einen Spezialkoffer im Einsatz. Hier haben wir unseren Energiesparkoffer, der beinhaltet die Ausrüstung für unsere Haushaltsberatung. Beispielsweise haben wir hier ein Strommessgerät. Hier haben wir ein Lux-Messgerät, ein Lichtmessgerät und anschließend ein Wärmemessgerät. Die Energiesparberatung der Blauen Engel ist übrigens kostenlos. Durch Berichte in der regionalen Presse und Mund-zu-Mund-Propaganda nimmt das Interesse ständig zu. Die Schüler der Schülerfirma arbeiten mit unglaublicher Begeisterung und Kreativität, entwickeln neue Plakate, stellen Material zusammen. Und mich fasziniert es immer wieder, wie sie in ihrer Freizeit, mit welchem Engagement sie in ihrer Freizeit arbeiten. Unter anderem beschäftigen sich die Blauen Engel auch mit alternativen Antrieben für Autos. Das hier ist ein Brennstoffauto, das gewinnt aus Wasserstoff Energie. Das zeigen wir am Tag der offenen Tür zum Beispiel den Eltern und den Schülern, damit sie sehen können, wie es in Zukunft mit den Autos funktionieren kann. Und auf diesem jährlich stattfindenden Umwelttag werden auch die Schülerarbeiten präsentiert, die im Rahmen des fächerübergreifenden Unterrichts zum Thema Klimawandel erstellt wurden. Vor allen Dingen, wenn ich den Slogan nehme, Handeln statt Reden, zeigt sich in sehr eindrucksvoller Weise, wie diese Schülerfirma das eigentlich jeden Tag bei jeder Veranstaltung, die in der Schule läuft, auch umsetzt. Also die reden nicht nur, sondern die handeln auch, tun was für die Umwelt. Und darauf können wir ganz stolz sein. Auf Wiedersehen in Berlin. Wir gratulieren den Blauen Engeln des Nelly-Sachs-Gymnasium Neuss zum Deutschen Klimapreis der Allianz Umweltstiftung.